der Heavy Podcast. Ja, herzlich willkommen zu Folge 27 von Speak Metal, der Heavy Podcast. Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hallo Stefan. Hallo Jasper, hallo werte Gemeinde. Wir haben uns heute zusammengefunden, hier um dem Metal zu frönen. Und um die Katze aus dem Baum zu retten. Ja, ein spannender Tag liegt hinter uns. Eine aggressive Fliege fliegt um uns. Ja. Vielleicht hört ihr sie, vielleicht auch nicht. Hoffentlich letzteres. Das wolfsähnliche Wesen hat eine Katze den Baum hochgejagt. Wir werden nach der Folge herausfinden, ob sie immer noch im Baum sitzt. Dann müssen wir leider die Feuerwehr rufen. Kein Witz. Und ob die dann mit Blaulicht kommen oder nicht, das werden wir dann in der nächsten Folge zu berichten wissen. Ja. Und es gibt einen Livestream. Kann auch sein. Wir werden herausfinden, was passiert. Wir wissen selbst noch nicht. Es ist so spannend. Richtig. Was vielleicht auch spannend ist, ist das heutige Thema. Ja. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Ja, ich glaube, es ist spannend. Aber erstmal zum Einstieg. Getränke haben wir heute auch wieder parat. Ja. Und zwar haben wir heute ein schönes Weißbier da. Und zwar ein Benediktiner. So, jetzt wisst ihr wahrscheinlich... Da ist auch schon ein Hinweis auf die Folge quasi versteckt. Ich glaube, die Leute wissen jetzt, es geht um Bier? Genau. Und Powerwolf. Und deren neues Album The Sacrament of Sin. Richtig. Und darauf stoßen wir jetzt erstmal an. Jawohl. Wohlsein. Prost. Kurzer Disclaimer, man hört heute nicht, wie wir einschenken, weil wir in einer barbarischen Weise versucht haben, das Weizen in zu kleine Gläser zu zwängen. Man sieht es uns bitte nach. Ah, so. Wohl an. Aber das nächste Mal gerne auch wieder kühles Bier. Ja, ich war etwas unter Zeitdruck. Diese Dienstagabende, die kommen auch mal so spontan. Kommen wir zum Thema. Wir kommen zum Thema, wir reden über die Band an sich und über das Album, würde ich sagen. Genau. Also über beides. Ja. Und womit wollen wir wie anfangen? Ich würde schon gern mal ein bisschen generell über die Band erstmal sprechen. Ja. Und zwar würde ich gern so ein bisschen schildern, was bei mir der Zusammenhang damit eigentlich ist. So, weil ich glaube, wenn man mich ein bisschen kennt und so meinen Musikgeschmack, dürfte man eigentlich vermuten, sowas gehört da nicht dazu. Jein. Hm? Ja. Also irgendwie nehme ich schon. Irgendwie nehme ich schon? Ja. Interessant. Wie würdest du das festmachen? Naja, weil du ja genau wie ich eigentlich auch die Thematik auf jeden Fall magst, so das Verspielte, dass da irgendwie ein bisschen mehr hintersteckt, als einfach nur wir schreiben irgendwie Songs über Metal und wie krass wir sind. Dass halt ein Konzept hinter ist, so das spricht dich, glaube ich, total an, das Theatralische, und das passt durchaus. Da bin ich tatsächlich ein bisschen zwiegespalten, aber da kommen wir später dazu. Das stimmt schon soweit. Und das ist leider Gottes tatsächlich die Lieblingsband meiner beiden Eltern. Ja gut, er könnte auch weitaus schlimmer sein, das ist schon okay. Ja, denke ich auch. So, das wollte ich nur kurz, um da mal zum Rahmen zu schaffen. Bei dir ist es ja so... Na? Ja, schon auch ähnlich, aber so der riesengrößte Fan bist du nicht. Nee, überhaupt nicht. Nee, ne? Also, das Rezept ist eigentlich total meins. Aber es ödet mich inzwischen einfach nur noch an. Hm. Tut es das auch weiterhin? Das werden wir nachher hören. Ja! Würde ich schon sagen. Okay, dann möchtest du vorab noch was loswerden, bevor wir... Also das ist schon eine Band, da verstehe ich total, warum die sehr erfolgreich sind. Ich kann es aber nicht teilen. Also gut, ich hatte das eher nach hinten gestellt, aber ja. Frage, sind Powerwolf die größte im Sinne von populärste und umsatzstärkste Metalband Deutschlands? Ich würde sagen, Stand jetzt ja, weil einfach von Accept und so, die laufen alle noch solide. Wir sprachen ja letzte Folge erst darüber. Und halt so Giganten wie Rammstein sind einfach auch nur alle 10 Jahre mal überhaupt mit einem Album da. Die fallen da also eigentlich fast so gar nicht rein. Aber unter den ganz normalen Bands, sag ich mal, sind die definitiv absolute Spitze mit in Deutschland aktuell. Ja, vor allen Dingen auch, die es noch nicht so
in Anführungszeichen lange gibt. Ich glaube jetzt. Wobei ich ja mal geguckt habe, so international scheint sich das ja nicht so widerzuspiegeln. Genau. Das meine ich. Das ist irgendwie ein deutsches Phänomen. Ja. Größtenteils deutsch. Ja, aber ich glaube, das ist schon auch. Wobei die Zutaten eigentlich alle da sind mit Texten in drei Sprachen. Ich meine, wir hören ja auch die lateinischen Texte, obwohl wir die nicht verstehen. Also nicht so richtig. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass die überhaupt keinen Sinn ergeben. Ich glaube, also. Möglich. Auch dazu kommen wir später, aber ja. Es ist schon so. Das ist eine Band, an der kommst du eigentlich nicht vorbei. Und das kann man scheiße finden. Ja, also ich habe das Gefühl, dass die Band für mich das ist, was Ghost für ganz viele andere ist. Spezifiziere? Also, ja, spezifiziere. Naja, das irgendwie so. Ich glaube, ganz viele erkennen an, dass Ghost irgendwie auch was total Kreatives machen und so. Aber sie finden das halt irgendwie, das packt sie nicht. Und das ist irgendwie für sie vielleicht auch immer das Gleiche und so. Und für mich ist das total bei Powerwolf, das Ding so. Ja, eigentlich ist das total cool so, aber gern. Es kickt mich einfach nicht. Und ich kann aber wirklich, ich verstehe total, warum Leute sagen, das ist geil. Das nervt echt wie Sau. Das lenkt ein bisschen, aber egal. Egal. Interessant. Vielleicht sollten wir doch mal kurz über das neue Ding sprechen, um dann mal zu gucken. Weil ich glaube, deine Meinung hat sich nicht geändert zu werden. Nee, also ich kann sagen, das fängt für mich schon mal beim Artwork schon an. Mhm. Ob ich nur das vierte, das fünfte oder das sechste oder das siebte Album von mir habe, das kann ich vom Artwork her nicht sagen, ohne zu lesen, was draufsteht. Das ist völlig das gleiche in grün. Nee, so in graubraun, Bronze. Graubraun. Wolf. 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 Da würde ich dir echt zustimmen. Oh. Generell, das ist auch eins der Probleme, dass ich so ein bisschen habe. Ich kann auch manche Titel einfach nicht auseinanderhalten und vor allem Albentitel. Also ich kann nicht sagen, welcher Song wie auf welcher Platte ist. Obwohl ich viele davon sehr, sehr gern mag. Ich habe eine These. Oh, These. Pass auf. Und zwar ist mein Lieblingsalbum, na? Von Powerwolf. Ja. Ich hätte jetzt gesagt Bible of the Beast. Nee. Nee? Preachers of the Night. Okay, das wäre mein zweiter Rat gewesen. Und ich finde, darauf sind auch die besten Songs der Band. Aber ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass es wirklich die besten Songs der Band sind, sondern dass es das erste Mal ist, dass ich diese Rezeptur gehört habe und sie deswegen für mich die besten Songs sind, weil sie da noch nicht verbraucht waren. Und wenn jetzt jemand mit dem aktuellen Album einsteigt, dann ist das für den wahrscheinlich das Beste, weil es einfach genau das Gleiche ist. Du greifst mir etwas vorweg tatsächlich zu meinem Fazit. Machen wir später nochmal en Detail. Aber das Album hat da auch gute Songs. Oh. Ja, und ich muss auch sagen, also wie gesagt, ich bin eigentlich Fan, aber die letzte, die Blessed and Possessed, da habe ich mir die Singles angehört und hatte dann gar keinen Bock mehr. Ist so ein geiles Album, ist unfassbar. Ja, aber dann kommen wir dann dazu. Ist The Sacrament of Sin auch ein egales Album? Ja. Ich sag von vornherein, nein. Ja. Nein. Also, wollen wir vorne einsteigen? Wir gehen kurz durch. Das siebte Album. Genau. Es sind wieder 11 Songs, das machen die ja irgendwie gerne. Genau, plus irgendwie so eine Special Edition, ja, Bonus, bla, 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 plus nochmal eine, ja, Special. Das ist eigentlich auch ganz witzig, das kann man auch noch vorgreifen, da bin ich gespannt. Das gibt ja diese Bonus-Version, wo Künstler wie Mille, Saltatio Mortis, der Markus von Himmelschall Burn und so Powerwolf-Songs nachsingen. Da bin ich sehr gespannt, wie das dann klingt. Oder ob das dann quasi Featuring ist, weiß ich noch nicht so genau. Ja. Aber das könnte lustig werden, da habe ich Bock drauf. Ja, also, aber wir ja, mal. Reguläres Album, 11 Songs. Ja, wollen wir jetzt die Songs Stück für Stück quasi betrachten? Ja, das machen wir. Weil ich finde, da ist oft gar nicht so viel dran. Ja, ja, ich finde bei manchen schon. Na gut, 11 Songs, Song 1, Fire and Forgive. Ja. Ja, sie haben Imminent Attack nochmal aufgenommen, ne? Ja. Also ich finde den Song nicht, also ich finde eigentlich kaum einen Song auf diesem Album ist wirklich schlecht. Aha. Ich finde, die meisten sind tatsächlich gut. Mhm. Auch dieser. Es ist sogar einer der besseren auf jeden Fall. Und der Refrain ist ein bisschen, finde ich, besser als bei Imminent Attack, was genau der direkte Vergleich wäre. Aber ansonsten habe ich den Song halt schon. Ja, das kannst du definitiv sagen. Ich finde, es ist ein gelungener Opener. So, hat schön Feuer, Speed und alles. Geht gut los. Aber mich nervt noch unglaublich diese Songtitel mit und. Also das ist ja nicht der einzige da drauf, aber das ist so. Kommt als nächstes Crucifix und Crusade und A-Hörnchen und B-Hörnchen. Also das ist so ein bisschen da auf der Formel rumzureiten, finde ich. Das ist so für mich einer der Punkte, wo ich merke, okay, das hat bei
Eben in der Tag hat es gut funktioniert, einfach diese beiden Worte, so auch für den Refrain. Und dann machen sie das jetzt. Ja, das ist halt auch so irgendwie so Fire and Forgive ist halt so konstruiert im Vergleich zu Eminent in Attack. Voll, also eigentlich dasselbe. Also weil eben. Ja, aber Eminent in Attack ist wie so, oh hier, ja, so. Gott bei uns und jetzt auf die Fresse und Fire and Forgive, hä? Naja, gut. Ja, klar, ne, aber nee. Ist irgendwie nicht so griffig, finde ich. Das stimmt. Aber an und für sich ist der Song ein bisschen erwachsener. Ja, das ist ein schönes Wort, irgendwie. Und das, finde ich, zieht sich durch die Platte. Ja, aber nur so eine Mühe halt. Es ist eine Mühe. Also man kann jetzt schon festhalten, so, das ist jetzt ein Powerwolf-Album. Ja. Aber was für eins. Das ja. Müssen wir rausfinden. Ja gut, also auch muss man sagen, ich gehe gleich mal weiter. Demons are a girl's best friend. Was ein beschissener Songtitel. Und den mochte ich beim ersten Hören ja überhaupt nicht. Das ist ja wirklich... Da war so ein furchtbares Video. Oh Gottes Willen. Ja, das ist so... Den Song aber an sich, ja. Der ist bei mir wahnsinnig gewachsen. Also das ist ja wirklich so ein Live-Song. Das sind alles Live-Songs. Die sind alle von vorne bis hinten mit jetzt singt die Menge mit drauf programmiert worden. Ja, das sind ganz viele. Und wenn ich noch einmal diese scheiß Ansagen hören muss, die bei jedem scheiß Live-Show von den 1:1 abgespielt worden, ey, weiß ich nicht, das ist ein Fall von Menschengerichtshof oder so. Das kann auch keinem mehr antun. Vielen Dank sehr, meine Freunde. Ja, da muss ich auch sagen, das fand ich, als ich die Idee das erste Mal live gesehen hatte, habe ich mich da noch weggeschmissen. Ja. Und beim fünften Mal steht es oder so. Reicht. Also da muss echt was Neues her. Aber die Songs haben sie und vor allem diese unfassbar geile Bridge, die ja schon fast musical-mäßig ist. Ja. Super. Und ich will sagen, diese beiden Songs, die wir jetzt genannt haben, waren so ja die ersten beiden Auskopplungen. Und die fand ich beide, wie gesagt, zunächst mal ne. Inzwischen, nachdem ich das Album mehrfach am Stück gehört habe, mag ich die auch sehr, sehr gern. Das ist das Ding, ich kann bei Kai, also nein, noch nicht. Ich kann zwar bei manchen Songs sagen, dass sie nicht gut sind, aber bei den meisten Songs muss ich sagen, ja, das ist ein gut geschriebener Song und der funktioniert total gut und aber ich brauche ihn halt nicht. Ja, das Thema, welche Musik braucht man, wird uns beschäftigen auf jeden Fall. Da stellen wir aber mal noch hinten an. Kannst du was zu Killers with a Cross sagen? Ich finde den Song tatsächlich einer der spannenderen, weil der Refrain mal etwas anders aufgezogen ist. So. Ansonsten ist der halt auch so, ja, ist halt auch da. Ja, aber was ich bei dem jetzt zum Beispiel finde, und vielleicht war das auf der letzten so, aber ich finde, hier kommen zum ersten Mal schön diese orchestralen Elemente so zu hören, die dem Sound echt noch eine gute Ebene reinpacken. Ich finde gerade ja, da. Aber das hatten sie in der Vergangenheit ja auch schon. Hatten sie, aber ich finde genau auch gerade auf der Platte. Vielleicht habe ich die auch, ist das auch die erste, die ich so richtig krass bewusst angehört habe, in dem Wissen, ich werde mit jemandem, der dem ein wenig kritischer gegenübersteht, darüber reden müssen, dürfen, Verzeihung, falsch. Und da sind mir diese Parts echt aufgefallen, also dass die sich durchziehen und echt gut klingen. Ja. Und noch so die Tiefe dem Ganzen ein bisschen geben für Powerwolf-Songs. Das ist immer so der Disclaimer, den man eigentlich fast bei anderen sagen kann, für einen Powerwolf-Song. Ja, ja. Jetzt kommen also drei Songs, die ich alle ungeil finde, muss ich sagen. Okay, ich finde die alle drei mega geil. Was? Oh Gott. Endlich haben wir mal keinen Conny. Alter, ja, okay, mach weiter. Okay, also Incense and Iron. Incense. Oh, da haben wir das erste Mal auf dieser Platte, dass Powerwolf etwas machen, was die vorher noch nicht gemacht haben. Und es funktioniert ja nicht. Das funktioniert nee. Wie Sau. Oh, das ist so langweilig und scheiße. Nee, das ist episch wie nix Gutes. Also, das ist ja... Dieses Mittelalter-Gedudel da. Ja, aber wie gut passt das Ganze zur Band? Und wie gut diese Bläsereinsätze da auch wieder sind. Diese kleine Epische. Das ist so gut. Klar, es klingt irgendwie wie Sabaton und Elstorm so ein bisschen. Im und Power billigste Keyboard-Scheiße ist das. Es gibt im Song, also das ist das Ding an diesem Album. Die Songs, die einfach nur Powerwolf sind, ja, und die Songs, die versuchen mehr zu sein, sind so... Oh, krass, wie geil unsere Meinungen auseinandergehen. Es ist das, normalerweise liebe ich es ja, wenn eine Band mal was Neues versucht. Aber hier ist es echt so... Oh ey, jetzt habt ihr irgendwie hier die in extremo Gedächtnismelodie drin. Was soll das denn? Ja, das Ganze ja so, das ist ja einfach irgendwie eine relativ easy March-Melodie. Und ich finde das als so ein schönen, geilen Metal, Battle-Metal, was auch immer, Song. Ja. Also außerdem schon wieder hier so ein... ja, der Titel. Der Titel, völlige Scheiße. Der Titel, der ist echt, ja, aber ich finde den Song fantastisch. Ne, also es ist für mich so, die wollten es versuchen, haben es aber noch nicht richtig hinbekommen.
Ich finde, die haben vielleicht das, wird das voll besser, hingekriegt. Aber nee, echt nicht. Voll. Also das ist so ein Fremdkörper in diesem Soundgewand für mich. Na, das ist ganz interessant eigentlich. Das so, also weil ich, für mich fügt sich das voll gut ein. Passt zur ganzen Thematik und dem Ganzen. Und klingt für mich auch richtig, aber du nimmst es echt komplett konträr wahr. Ja. Das ist echt interessant. Ja, einfach, ich hab halt recht. Nee, hast du nicht. Da könnten wir echt ein Votum machen, glaube ich. Aber gut, machen wir mal weiter. Kurz noch, ich dachte zunächst, okay, das wird die neue Bandhymne. Falsch. Der nächste Song ist es. Nein. Doch, Where the Wild Wolves Have Gone. Oh Gott. My Life. Ist das eine schlechte Ballade? Das ist keine schlechte Ballade. Das ist so peinlich, kacke, das Ding. Was ist da drin peinlich? Es funktioniert einfach alles nicht. Was funktioniert? Ich finde das, ich bekomme da Fremdscham, wenn ich mir das anhöre. Dieses Pathetische und so, dieses, oh, das funktioniert, wenn es ballert. Dann funktioniert es für mich. Aber hier ist das einfach nur so. Ich möchte jetzt einen raushauen. Du darfst mir gleich hier über den Tisch hinweg eine hauen. Mich erinnert der Song an deine Lieblingssongs auf der neuen Ghost-Platte. Ja, das kann auch sehr gut sein. Mhm. Aber die funktionieren halt ohne zu ballern. Ja, und der funktioniert auch wenigst gut. Das ist so übertrieben groß. Es ist, ich weiß nicht, es wird so kreditiert als die erste Ballade der Band. Das ist so nicht ganz korrekt und ist auch nicht wirklich eine Ballade. Naja, irgendwie schon. Ja, im Verhältnis, aber es ist einfach eine übertrieben große Hymne. Also das ist so Pipi in den Augen. Das ist so, da haut mich das Pathos zum voll weg. Zum übergroßen Song kommen wir in zwei Songs. Ja, gut. Weil die den Song nicht selbst geschrieben haben, nämlich. So, wir überspringen einen. Jetzt kommen wir erstmal zum Stoßgebet. Ja. Den Song finde ich musikalisch super, aber der ist inhaltlich so scheiße. Das ist unfassbar. Ja. Ja, also das ist echt. Stefan hat mir gerade seine Notiz hingehalten, wo ungefähr das gleiche ein bisschen eloquenter steht. Nee, es ist nicht eloquenter, aber also, es ist musikalisch. Also musikalisch ist das Ding geil und dann hihihihi, Sex, hihihi. Oh. Nee, also das gab es auch schon immer bei Powerwolf. Ja, aber, klar, Resurrection by Erection und so, aber dann, wenn das in den deutschsprachigen Refrain passiert, super unangenehm. Und ja, dann habe ich. Die Mischung aus Latein und Deutsch finde ich eigentlich auch total geil. Eigentlich geil. Die ist geil. Und auch, ich erwische mich auch schon dabei, wie ich diese scheiß deutsche Refrain-Ding mitsumme, weil es geil klingt. Es ist ein aber Hit. Es ist inhaltlich so Grütze. Ja, und das ist ja jetzt. Oh, ist das peinlich, ey. Das ist ja das Ding. Also zum einen, ich behaupte ja kein einziger. Das ist geschrieben für den 14-jährigen Powerwolf-Fan, der irgendwie sich nicht traut, Mädchen anzusprechen. Für den ist der Song geschrieben worden. Vermutlich, ja. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich behaupte mal, kein einziger Powerwolf-Text ergibt Sinn. Grundsätzlich mal. So wirklich. Also. Das stimmt, aber. Also klar ist immer. Ich wende mich wenigstens zum Beispiel bei sowas wie Kreuzfeuer. Das ist auch herrlich Panne, aber ich kann das so geil mitschmettern und hab da nicht das Gefühl, ich werde mit jedem mal mitsingen irgendwie dümmer. Ja, und das hast du da. Also da wirst du echt die anderen Worte haben. Und also auch echt diese lateinischen Dinger. Ave Phallus Dominum in Vaginatio. Hi, Phallus. Hi, Vagina. Hi. Also das ist echt, weiß nicht, nennt uns humorlos, aber das geht nicht auf. Obwohl, der Song. Der Song ist top. Also, davon ab halt. Also wirklich richtig Spaß macht. Auch so Dynamik, die drin ist. Der Unterschied zwischen den Strophen, die eben diese lateinische Nonsens-Quatsch sind und dem richtig dicken Refrain. Mega gut. Ja. Ah, nein. Na, aber ja, also ich sag ja, aber der Humor geht nicht. So, jetzt, dann kommen wir jetzt zum Gastbeitrag von Amon Amarth. Ja, es ist halt echt so. Es ist unfassbar. Nightside of Siberia. Was ein Hit. Es ist ein krasser Hit. Aber es ist halt aus zwei Hits zusammengeschraubt, behaupte ich. Na, was ist der zweite? Zum einen, also ein Pursuit of Vikings. Definitiv. Wie schon auch ein bisschen bei Amata Strigoi, da hat es auch ein ähnliches Riffing. Und Genghis Khan. So in der Melodieform Refrain. Doch. Ich meine, dieses Hu, Ha, haben sie ja ohnehin schon lange übernommen, aber da, das ist so eine witzige Mischung. Und das ist wirklich, also Jasper schrieb mir so, boah, was ist, also wir hatten nicht groß gesprochen, aber hatten irgendwie gerade die Dinger separat gehört. Schrieb mir, was ist das für ein Pursuit of Vikings Abklatsch? Und ich so, Moment, hab noch nicht genau so gehört. Und dann kam dieser Song rein, ich so, ach der, es ist schon krass, es ist schon ein bisschen dreist.
Aber es macht halt irgendwie Spaß, ne? Ja, der Song ist geil. Der Song ist mein Lieblingssong von der Platte, Punkt. Cool. Der ist auch einer der, in Anführungszeichen, härtesten. Also das, ja, Riffing, das mir meistens egal ist, aber der passt halt vorne und hinten zusammen. Da passt halt auch der Inhalt zum Mucke-Technischen, nicht wie bei Stoßgebiet. Mhm. Genau. Ja, wobei, ja, beim Stoßgebiet hast du ja den Rhythmus, der ja... Ja, lassen wir das. Ich habe was Positives zum nächsten Song. Ja? Der Titeltrack, The Sacrament of Sin, der ist schön kurz. Okay, ich muss jetzt nämlich einen Cut machen, tatsächlich. Also bisher, also ich fand alle Songs fantastisch bisher, also für Powerwolf-Songs. Und jetzt kommt so der Punkt, wo ich wirklich Probleme habe, sie ein bisschen auseinanderzuhalten. Ja. Und ich finde auch Sacrament of Sin, also der Titelsong, ist bisher für mich der Charakter, kriegt mich am wenigsten. Der ist irgendwie der super blass. Irgendwas ist halt so, hier ist der Powerwolf-Song. Genau. Macht was draus. Und der ist dabei nicht schlecht. Nee, es ist halt ein, wie gesagt, ist halt ein auch guter selbst Stoßgebiet, der völlig peinlich ist inhaltlich, ist trotzdem ein guter Song. Ja. Können wir festhalten. Können wir auch dasselbe über Venom of Venus sagen. Das ist mein zweiter Liebling von der Platte. Echt? Ja. Warum? Das weiß ich nicht. Der macht nämlich eigentlich nichts anderes als der ganze Rest. Ja, also als, ja, als viele, viele, ja, von dem Rest. Aber irgendwie, vielleicht ist das auch einfach das Konzept. Du nimmst einfach jedes Mal so viele Songs auf, dass für irgendwen der schon, und jedes Mal variierst du die Mischung so ein bisschen, dass jeder irgendwie damit happy wird. Also natürlich clevere... Ja, du hast ein Muffin-Rezept, aber für jedes, in dem Muffin-Blech, für jedes... einzelne Muffin in diesem Blech, veränderst du noch, da noch ein bisschen mehr Zucker und da ein bisschen mehr Salz und da vielleicht tut man Hefe in Muffins, ich weiß es nicht. Nee. Keine Ahnung. Bestimmt. Schoki-Stückchen mehr in das dritte und so und alle finden Muffins an sich geil, aber einer ist dein Lieblingsmuffin so. Obwohl sie eigentlich alle total identisch sind. Das ist dieses Album. Das ist ein Muffin-Blech mit elf. Das ist die räudigste Analogie, die ich seit langem gehört. Ich will jetzt Muffins. Ich habe auch Bock auf Muffins. Aber ja, ich glaube... Aber du kannst es doch nicht von der Hand weisen. Nee, aber ich weiß, das ist eine interessante Analogie, aber auch echt drüber. Ja, und so geht's halt dann auch für mich weiter mit den nächsten beiden. Du hast doch gar nichts zu dem Song gesagt. Ja, ich kann da auch nicht so viel sagen, außer es ist ein super eingängiger Powerwolf-Song. Und auch wieder der Name des Songs, ne? Ja. Das finde ich ja... Also... Was irgendwie bei RTL irgendwie in den Untertiteln irgendwie eine Kunstform ist, irgendwie so bekloppte Sachen irgendwie vernünftig taktisch zu, das ist irgendwie, nee. Nee, das Alliterationsgame ist hier nicht so. Nee, die versuchen es, die haben da total Bock drauf irgendwie, aber nee. Nee, aber man muss auch hier wieder sagen, ist ein Hit. Also wenn du das einfach nur so hören würdest. Ich sag ja. Ist ein Hit. Ich sag ja, ist mein zweiter Lieblingssong von der Band. Das ist echt interessant. Also ich habe da wirklich auch nur Hit stehen. Genau wie bei Nighttime Rebel. Das ist ein Hit. Ich habe da Muffins stehen. Oh, lecker Muffins. Dann habe ich da nicht, das kam spontan. So, Nighttime Rebel. Ich glaube, der Song kam auch spontan, weil der ist halt auch völlig egal. Ich finde den nicht so egal wie den Titelsong. Ich finde, ja, aber der ist auch der egalste von allen. Das ist ja der. Das ist echt traurig eigentlich. Das ist halt der Trademark-Song, mit dem das Patent angemeldet wird. Ja, aber. Das ist der Standard-Muffin. Das ist quasi der... 1:1 ans Rezept gehalten, der erste, der eingefüllt wird. Nochmal mit dem Finger durch, so abgeleckt. Da fehlt noch was. Probieren wir noch ein bisschen rum für den. Der auch nicht so richtig aufgeht irgendwie. Der also hier so ein bisschen vor sich hin brutzelt. Also der Special Friend mit... Ne? Wo man noch ein bisschen hegen und pflegen muss. Ja. Mal gucken, ob das noch wird. Weiß ich nicht. Aber, So, Nighttime Rebel, wie gesagt, ist mir echt egal, der Song. Also... Meinetwegen hätte man nach Venom of Venus das Ding schließen können einfach. Nee, weil da kommt noch Fist by Fist. Das ja, ist mein Gott. Der ist halt auch da. Der ist da, aber das ist ein, also der... Der klammert das ganz nett so. Genau, das ist es nämlich. Vor allen Dingen klammert das. Aber der könnte es auch 5 Songs vorher klammern. Ja, das ist ja... Ja, aber ich finde, das ist ein guter Rausschmeißer. Also es ist eigentlich also halt genau wie Fire and Forgive ein sehr, sehr... typischer Powerwolf-Song. Also auch Power Metal by the Books, so. So machst du das und nicht anders. Vielleicht machst du einen schlaueren Text, vielleicht auch nicht. Der Text muss auch nicht mal schlauer sein, weil der Text funktioniert genauso, wie die Band das möchte. Ganz genau. Das ist bei diesem ganzen Album der Fall. Ganz genau. Außer bei Stoßgebiet. Auch das funktioniert.
Wird für viele funktionieren. Ja, definitiv. Also, wenn du vorhast, die Band zu vermarkten und irgendwie damit Erfolge einzufahren, ist das ein perfektes Album. Der ich sage halt. Aber, für ein siebtes Album ist das irgendwie ziemlich traurig. Wenn das ein erstes Album wäre, meine Fresse. Was würde ich mir auf den Boden schmeißen und dir anbieten? Aber es ist halt das siebte Album. Mhm. Und es ist keine Weiterentwicklung drin, außer ein paar neue Elemente. Und die finde ich größtenteils nicht geil. Diese komische Ballade, dieses komische Mittelaltergedudel. Okay, sie haben zwischendurch manchmal noch, machen sie ein bisschen mehr so in Richtung Soli und so, das ist okay. Die sind übt sehr, sehr geil auf der Platte auch. Ich bin halt kein Soli-Typ, aber die funktionieren. Ja, wenn es ein geiles Solo ist, mag ich es. Und da sind echt viele sehr, sehr, sehr geile. Ja, also das haben sie auf jeden Fall verbessert, aber ansonsten ist es halt so, ja, ob ich jetzt das fünfte oder das sechste oder das siebte Album höre, das ist halt auch echt egal. Und sollte nicht irgendwie nach einem Album mehr hängen bleiben als, ja, ist ein Powerwolf-Album? Ja, also für mich ist es das bis dato beste Powerwolf-Album. Weil, meiner Meinung nach, haben sie ihren Stil, den hatten sie ja schon eigentlich von Anfang an, schon bei irgendwas mit Blood Red, irgendwas heißt das Album, schon eigentlich gefunden so. So, was sie machen, das Konzept, was sie machen, alles schon, steht schon. Und ich finde, die haben es tatsächlich, bis auf die letzte, weil ich die echt nicht viel gehört habe, weil ich schon nach den Singles nicht so richtig Bock hatte, das hier echt geschafft, das weiter zu entwickeln, ganz feine Stellschrauben zu stellen und genau das zu machen, was Powerwolf-Fans wollen. Und zwar irgendwie schon neue Einflüsse, die du total kacke findest, die ich total geil finde, das ist auch interessant. Aber halt immer noch so im Rahmen und dann unverkennbar diese Schiene fortzufahren, ohne sich hundertprozentig komplett zu wiederholen. Doch, und das sage ich, obwohl das letzte Drittel wirklich bei The Books ist, aber eben in so feinen Nuancen. Ja, ein ganzes Drittel gelungen. Von der Album. Also von der Album. Des Albums heißt das. Mann. Ich habe schon heute furchtbare Sachen miterleben müssen. Ich hatte damit nichts zu tun. Möchte ich kurz sagen. Also ich sage jetzt mal auch, ich glaube. Was würdest du einfach eine Wertung geben in Zahlen? Auf einer grünen Wiese? Auf einer Zehner-Skala? Oder? Wie du magst. Ja, das muss man ja festlegen. Ja, du solltest es dazu sagen, aber du kannst es ja auch so. Also ich würde nach aktuellem Stand. Wir legen die Skala fest von 0 bis 666. Okay, dann. Wär's eine schön. Die beste Skala ever. Dann wäre es eine schöne 521, weil gefällt mir richtig, richtig gut. Ich glaube auch die Songs, die, also gerade die letzten, die mich noch nicht so kriegen, das könnte noch was werden. Also da lässt man noch nach oben. Für ein Powerwolf-Album. Ich sage auch. Für ein Powerwolf-Album ist es doch viel weniger, weil es einfach. Dann wäre es eine 333, weil es ein durchschnittliches Powerwolf-Album ist. Nee, ich finde es halt, als es ist ihr Bestes. Ja, bisher. Dann ist es eine 334. Nee, es ist eine 521. Ich glaube aber auch, das ist kein Album, das Menschen abholt, die bisher Powerwolf nicht mochten. Doch, total. Ja? Ja. Allein wegen dieser Mini-Neuerung? Nee, oder weil es doch nein, besser ist einfach, als das nein, zuvor? Nein, einfach nur, weil sie hartnäckig sind. Ja, gut. Du hast wieder einen Grund, warum Leute über dich reden. Das ist scheißegal, was auf dem Album passiert. Sie hätten das alte nochmal rausbringen können, unter anderem Namen, die Songs umbetiteln können. Das hätte genauso funktioniert. Das weiß ich echt nicht. Also das ist, glaube ich, eine Band wirklich, da kommt der weitere Erfolg einfach nur daher, dass sie beharrlich weitermachen, gute Shows spielen. Die brennen. Das muss man festhalten. Die brennen mit Leidenschaft. Das Album ist auch komplett durchdacht von vorne bis hinten. Die Shows sind auch eigentlich mal geil, bis auf diese furchtbaren Ansagen und so. Und das reicht schon. Dann reicht es schon, ein okayes Album zu veröffentlichen, das einfach das weitermacht, was du machst, um deinen Fankreis weiter zu vergrößern. Bin ich total von überzeugt. Also ich weiß, da ist die Frage, ob nämlich ein radikaler Wechsel oder wie radikal auch immer, zum Beispiel sowas, ich will nicht immer Ghost sagen, aber die halt auf jedem Album sagen, wir probieren jetzt mal was anderes, ob das nicht vielleicht sogar viel riskanter ist, als einfach zu sagen, wir spielen unseren Schuh und der funktioniert. Auch die Band hat ja schon ihren eigenen Stil gefunden. Natürlich. An den variiert sie in stärkeren Nuancen, als Powerwolf es tun, auf jeden Fall, absolut. Und vielleicht muss man auch einfach sagen, können, wollen Powerwolf auch einfach nichts anderes machen. Ja, aber können sie, glaube ich, schon. Die haben vorher Stoner gemacht. Ja, eben, das ist ja auch Red, die Backstory. Red, wie hießen die?
Weil diese Backstory mit, da haben sie sich irgendwo im Urlaub kennengelernt auf irgendeinem komischen Schloss oder so, das ist ja. Die haben vorher schon 10 Jahre zusammen Stoner Rock in Deutschland gemacht, das ist völliger Quatsch. Ja, der Sänger ist, hat doch auch, glaube ich, gar keine Nee, rumänischen man Wurzeln, merkt doch ne? immer, wenn er seinen Akzent mal zwischendurch Ja, vergisst. das ist passend. Ja, aber das Konzept. Was ich lustigerweise da ja charmant finde, wo sich, glaube ich, noch nie jemand drüber aufgeregt hat. Das Weil mit es wäre dem. ja theoretisch so ein Punkt, wo sich Leute dran aufhängen könnten, dass das ja Das ist ja. Fake ist. Ja, gut, aber ich sag mal. Aber wenn ich dann hier irgendwie, ich weiß nicht, wo ich einen Track by Track gelesen habe oder ein Review, wo Also, auch irgendwie Track auch by so. Track gab es beim Hammer, Ja, auf und es jeden gab schon ein Fall. Review von Metal.de und so, keine Ahnung. Irgendwo habe ich wieder gelesen, hier die Brüder Grave und so. Ey, ihr seid aber halt Presse, ihr müsstet darauf hinweisen, dass die keine Brüder sind. Das ist so Sorgfaltspflicht und so. Du, ganz ehrlich, ich finde, im Rahmen des Konzepts der Bands kann man es mitmachen. Weil, also, mit Sicherheit kriegt man die Namen der Musiker auch so raus. Gibt auch ein paar peinliche Fotos von früher. Ja, gibt's auch, aber. Also, das Gute an der Band ist ja, die nimmt sich nicht ernst. Ja, Nichts von riesiger, dem, das wäre was sie aber auch tut. schwierig. Das, also, wenn sie sich ernst nehmen würden, ne? Wie zum Beispiel, wo ich mir bei Twilight Force immer noch nicht sicher bin. Wenn Das das ist, glaube ich, so auch das wäre. große Geheimnis, was Twilight Force so spannend macht, dass alle da stehen und sich nicht sicher sind. Ja. Ich glaube, so ist das auch ein bisschen ein Autounfall, ist es, glaube ich, ein großer Teil der Faszination Twilight Force. Absolut. Und bei Powerwolf weiß er einfach ganz genau, Das sind halt Muffins. das Die sind schmecken süße, fluffige allen. Die Muffins schmecken allen. und die lachen sich ins Fäustchen. Ich würde auch echt gern wissen, wie die auf die Idee gekommen sind. Okay, wir machen jetzt eine Power-Metal-Band und die kreuzen wir mit so pseudochristlichem Getue. Wir brauchen auf jeden Fall eine Kirchenorgel Und was und mit dann den sind wir Namen? aber Werwölfe. Power Metal, Power, oh, gefährliche Tiere. Wolf, Wolf, langweilig. Werwolf, Transsilvanien, da haben wir's. Ja. Ich finde diese ganze Backstory und so nicht kacke. Nö. Und auch die ganze Thematik spricht mich eigentlich total an. Volle Möhre. Aber mir würden halt 2 Alben oder so reichen, dann haben sie genügend, um live durchzurotieren und fertig. Nee, aber das wird dann auch irgendwann richtig langweilig. Das ist richtig langweilig. Nee. Ich kann die jetzt auch erstmal für 2, 3 Jahre nicht mehr live sehen. Das ist durch. Und ich habe sie noch nie komplett absichtlich live gesehen. Das ist immer irgendwie so passiert. Doch, 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 das war tatsächlich Konzerte. Ich war das letzte Mal auf dem El Pride. Weiß gar nicht, wann das letzte Da Mal war das war. Bier lecker. Und dann war das auch okay. Haben wir da überhaupt gespielt oder war das Sabaton? Oder waren das beide? Ich überlege Ich gerade. glaube, es waren beide. Da war ich aber nicht da. Nee, da warst du nicht da. Du warst auch nicht dabei, als wir das letzte Mal in Hamburg waren. Das war super. Egal. Gutes Stichwort. Sabaton. Ja, sag genau, gleich in Grün. Ja, und die Sache ist, ich finde Sabaton immer noch scheiße. Also nicht scheiße, aber. Sabaton ist für mich sehr ähnlich tatsächlich, weil ähnliches, inhaltlich natürlich nicht, aber vom Ganzen, wie sie das aufziehen mit dem Konzept und so, ist genau die gleiche Chose. Tendenziell für mich spannender, aber viel unsympathischer. Oh, ja. So, also Weil. eigentlich liegt mir das Militärgelübde noch ein bisschen mehr. Eigentlich richtig meine Baustelle, Eigentlich voll, ja. aber ist für mich inzwischen auch noch ausgelutschter. Und halt echt unsympathisch. Ja, gut, das deckt sich eigentlich also mit meinen. Also, ich muss mich ja fragen, gerade wenn ich so einen Song wie Instance in Iron, den man einfach nicht absprechen kann, dass der auch von Sabaton kommen könnte, den Voll. so geil zu finden. Warum ich Bei Sabaton an Metalton sich würde nicht so aber, gut bei finde. Metalton, Bei Powerton. Bei Sabberwolf. bei Sabaton würde aber, glaube ich, das Mittelalter-Gedudel nicht unbedingt besser klingen, aber ein Stück durchdachter. Die machen auch ganz furchtbare Dudelsäcke aus dem Keyboard und so, richtig, richtig furchtbar. Generell finde ich deren Keyboards tausendmal gruseliger als diese Aber ich Orgelklänge. glaube, es wäre trotzdem besser in den Song eingewoben, als so, wir bauen es jetzt rein, damit es drin ist, weil das war total mein Gefühl. Deswegen Nee. stört es mich auch so, weil es irgendwie, finde ich, organisch nicht reinpasst. Also, ich glaube, da steckte da einfach die Idee hinter. Wir machen was Neues und zwar machen wir jetzt wirklich so ein übertrieben großes Ding und da machen wir jetzt so folkige Einflüsse drin, so ein bisschen Marschmusik oder da. Das haben sie gemacht und haben sie geil gemacht. Aber bleiben wir kurz bei Sabaton. Manche sagen, sie haben es geil gemacht. Ich sage jetzt halt, sie haben es geil gemacht. Ich kenne mindestens 4 Personen, die das genauso sehen. Ich bin noch kurz bei Sind Sabaton. aber toll.
Mann, sind Powerwolf nicht 6 Leute? Wenn man so zählt, sind es mindestens 10. Mindestens. Ihr könnt es nicht hören, ich nicke mit einem sehr begeisterten Blick. Er ist 100 Pro. Also, kurz nochmal zu Sabaton. Ich weiß, ich habe wirklich nachgedacht, was mich daran stört. Also nicht, warum ich Powerwolf super gut hören kann, Sabaton nicht, obwohl es dasselbe ist. Lass uns mal ein bisschen über Sabaton reden, wir haben eh noch Zeit. Top. Wir brauchen nicht groß über Sabaton reden. Doch, wir haben noch Zeit. Tja, kann aber auch einfach weiter. Was stört dich denn jetzt an Sabaton? Mich stört. Jetzt erzähl doch mal. Nee, ich möchte einfach, ich finde, war schon immer. Wenn ihr auch wissen wollt, was Stefans Problem mit Sabaton ist, dann müsst ihr einfach noch ein bisschen dranbleiben. Ich war schon immer mehr jetzt Fantasy. Sag doch mal. Ich habe jetzt gleich gar nichts mehr. Doch, ich nehme jetzt die Hände vom Mikrofon. Nicht spucken, Stefan. Ja, also, ich habe drüber nachgedacht und ich glaube, ich finde einfach Fantasy-Kontexte, mit denen kann ich immer mehr anfangen als mit real verbrieften Militärgeschichten. Bums aus Ende. Punkt 1. Er zwinkert. Ja, kann ich halt auch nicht nachvollziehen. Also, ja, ich lese halt auch dann zum Beispiel lieber Bücher irgendwie aus dem Napoleonischen Krieg oder so, als irgendwelche die Zwerge oder so. Aber gut, das ist halt einfach eine Vorliebfrage. Das sind Vorlieben. Und ich finde das Konzept von Powerwolf cooler. Ich finde den Sänger vor allen Dingen cooler. Der sieht halt vor allem auch nicht aus wie Kollega. Der sieht nicht aus wie Kollega, der hat nicht so einen komischen Akzent. Obwohl doch. Natürlich hat der einen komischen Akzent. Ja, aber der hat dieses schwedisch-gedönsige. Der kann wenigstens nichts dafür. Der Joachim. Aber er könnte sich auch ein bisschen mehr Mühe geben. Ja, und der andere könnte sich bei seinem komischen falschen Akzent nicht mehr Mühe geben, dass er das mal genau besser durchzieht oder so. Ja, müsst ihr mal tun, ne? Wenn er eine Ansage komplett rausfällt, ist es irgendwie unschön. Aber gut. Ja, ich kann das auch nicht so festmachen. Ich kann aber auch nochmal sagen, Powerwolf. Jederzeit gerne Sabaton, vielleicht nach 5-3 Bier. 5-3, habe ich gesagt. Ja. Mhm. Also für mich ist Sabaton auf jeden Fall mehr durch vom Thema her. Mehr durch im Sinne von durchgespielt? Oder? Da brauche ich noch weniger. Da habe ich auch noch viel weniger die Hoffnung, dass nochmal irgendwas kommt, was mich richtig abholt. Beziehungsweise, doch das letzte Sabaton-Album war jetzt nicht schlecht. Aber war mir noch tausendmal egaler und ist noch mehr dahin geplätschert als das Powerwolf-Album, wo ja wirklich ich sagen muss, es ist nicht schlecht. Es ist nur es nicht. Es ist wirklich gut sogar. Ah. Aber es ist für mich persönlich echt Grütze. Das ich kann so aber halt trotzdem anerkennen, dass es gut gemacht ist. Das ist echt, da gehst du sehr, sehr objektiv ran. Dazu sah ich eigentlich gar keinen Bedarf, objektiv ranzugehen. Doch, bin ich, aber ich habe ja auch gut genug hier gehatet. Also dann kann ich auch trotzdem sagen, so, ich kann anerkennen, so, die hatten bei jedem Song Gedanken, was machen wir damit live und so, wen erreichen wir mit diesem Song. Und das hat alles irgendwie von diesem ganzen BWL-Standpunkt aus, macht das so teilweise her. Aber ich möchte da kein BWL-Album. Ich will halt was mich packt, wo ich irgendwie sage, so, boah, das hätte ich denen nicht zugetraut. Ich hätte den Where the Wild Wolves halt gar nicht zugetraut. Sicher? Hätte ich dir nicht zugetraut. Warum? Natürlich, das sind alles Baustellen, die sie vorher schon mal aufgemacht haben. Aber nicht so perfektioniert durchexerziert. Erzählt melodisch nichts Neues, ist einfach nur neu kombiniert. Das ist 3 Lego-Sets zusammengebaut zu einem Muffin. Und noch ein bisschen mit lecker, mega geilen Arrangements und einem Sahne-Refrain. Gut, aber das schaffen wir, da kommen wir nicht mehr zusammen. Ich finde es nur, ich weiß, das wiederholt sich jetzt, ich finde das so interessant, wie hier unsere Meinungen mal auseinandergehen. Ja. Das hatten wir bisher noch nie. So krass. Nee, so krass war das. Und vor allem wirklich komplett gegensätzlich. Komplett. Ja. Und was machen wir jetzt damit? Wirst du dir ein Konzert der Band anschauen? Wie gesagt, so in 1, 2, 3 Jahren wieder gerne. Oder wenn ich höre, dass sie wirklich mal die Setlist auch umstellen, vernünftig. Und vor allem die Ansagen. Oh, ich habe auch mal versucht, ein paar von diesen blöden weil ich weiß, wenn ich sie höre, weiß ich, oh Gott, die habe ich schon 1000 Mal gehört, aber ich kann sie jetzt gar nicht abrufen, deswegen habe ich versucht, sie zu googeln und wie oft die gelobt werden. Und zwar von den Leuten, die sie zum ersten Mal hören. Irgendwelche Schreiberlinge von irgendwelchen Zeitungen hören zum ersten Mal, oh, die charmanten und witzigen Ansagen immer mit einem Augenzwinkern.
Ja, aber es ist jedes Mal das gleiche Augenzwinkern. Ja, aber das hast du halt auch bei einem Comedy-Act. Weißt du? Richtig. Und wir haben auch schon oft genug hier darüber abgehatet, wie scheiße das ist, dass Steel Panther seit 5 Jahren den gleichen Witz erzählen. Das ist korrekt. Die haben sich aber auch musikalisch nicht weiterentwickelt. Ja, also, aber gerade wenn man aber halt jetzt irgendwie 7 Alben draußen hat, könnte man sich auch sagen, so, dann mache ich mal vor Song X die Ansage und beziehe mich auf irgendwas in diesem Song, anstatt jedes Mal die gleiche Scheißansage zu dem gleichen Scheiß-Song zu machen. Also ich glaube, die werden sich da schon neue Sachen überlegen können. Ja, sonst ziehe ich vor den Menschengerichtshof. Das kann ich mir einfach nicht mehr antun. Das ist ein fairer Deal, finde ich. Ja. Powerwolf hat eine ganz klare Ansage jetzt bekommen von mir. Ist so. Ich werde mit Mutti und Fatih zum Konzert gehen. Ich freue mich da sehr, sehr drauf. Ich glaube auch, die werden an der Live-Produktion nochmal ordentlich schrauben. Ich glaube, das wird ein geiles Bühnenbild werden. Das glaube ich auch. Und das bietet sich auch total an, da ganz viel mit Licht zu machen und hier Kirchenfenster und bla. Das gleiche, was Ghost ja auch machen. Klar. Bietet. Ah. Oder auch jemand wie King Diamond hat ja auch immer ganz stark diese Friedhof-Kirchen-Ästhetik drin. Total nachvollziehbar, total logisch. Finde ich immer geil. Passt auch für mich. Damit hast du mich halt schon. Und das ist das Ding, was ich die ganze Zeit sage, so, es ist meine Rezeptur. Nur nicht aber richtig durchgebacken. Ich kann aber nicht jeden Tag Muffins essen. Ich schon. Ja. Hast du noch was? Nee, außer, dass ich sehr viel Bock auf dieses Album weiterhin habe, was mich ein bisschen selbst überrascht, muss ich sagen, nach den Vorab-Songs. So. Das wäre mein Fazit. Ich glaube, meins kam ausreichend drüber. Wir haben genug Fazit gezogen. Haben wir heute mal eine kompakte Folge. Ja, wir müssen auch gucken, was die Katze macht. Ob die Katze noch im Baum hängt. Das ist kein Witz übrigens. Wirklich kein Witz. Dann muss ich wirklich die Feuerwehr anrufen. Ja, halt also den Feuerwehrchef. Der kommt hoffentlich mit Blaulicht, auch wenn er es nicht müsste. Auf jeden Fall, ey. Geil. Okay. Dann sage ich, vielen Dank, Jasper, für die doch aus mal kontroverse Diskussion. Ich habe immer mein Bier geschafft, weil ich mich so aufgeregt habe. Ja, voll gut, das hatten wir so noch nie. Vielen Dank euch fürs Zuhören und sagt uns, wie seht ihr das Ganze? Powerwolf, yay or nay, ist der Witz durcherzählt? Ist das neue Angebot? Jasper hat noch was zu sagen. Ja, bevor wir jetzt in die finale Abmord kommen, ich glaube, wir machen nächste Folge noch eine Woche. Mhm. Nächste Woche auf jeden Fall noch eine Folge, das bekommen wir irgendwie hin. Ja, vielleicht wird es hier noch mal ein Stück kürzer, weil ihr wisst ja, es bahnt sich gerade so ein kleines Fest an. Genau, aber die machen wir noch und dann können wir vielleicht auch schon abschätzen, ob wir die da drauf sogar vielleicht auch, ich glaube es nicht, aber... Nee. Aber das sagen wir euch dann. Ja, oder es gibt zumindest, wenn sie nicht kommen sollte, nee, das sehen wir dann alles. Da sprechen wir drüber. Aber nächste Woche machen wir noch eine Folge. Genau, und nicht vergessen, 22. September, Markthalle Hamburg, Speak Metal live bei den Hamburg Metal Days. Boop! Du Sau. Und ich sag danke und tschüss. Ciao.